Hey Leute, in diesem Video möchte ich ganz allgemein mal darüber sprechen, ob es sich noch lohnt, einen alten Intel Mac zu kaufen, wie diesen hier oder diesen hier. Dabei spreche ich heute über alle Modelle und über alle möglichen Möglichkeiten, die es da gibt, sei es gebraucht, neu oder general überholt auf Plattformen wie eBay Kleinanzeigen, ob man es neu kauft bei MediaMarkt und Co., Amazon oder general überholt bei Rebuy und Co. Darum soll es in diesem Video gehen, also bleibt gespannt. Am Ende erhaltet ihr eine ganz genaue Antwort, ob es sich jetzt für euch lohnt, beziehungsweise worauf es ankommt, wenn ihr euch einen Intel Mac noch kaufen wollt. Für die Leute, die noch nicht so tief in der Materie drin sind, Apple hat vor circa 2,5 Jahren gewechselt und zwar von den Intel-Chips auf hauseigene Apple Silicon-Chips. Wir sind jetzt mittlerweile in der zweiten Generation und die nennen sich M1 und mittlerweile gibt es auch schon den M2-Chip und den gibt es in unzähligen Konfigurationen mit unterschiedlich Power. Der größte Vorteil von diesen Chips ist vor allem, dass sie performanter sind, weniger Strom verbrauchen und dadurch halt auch eine längere Akkulaufzeit bieten und halt sehr viel mehr Performance haben, sei es in der CPU, aber auch in der Grafikleistung, so dass man halt die aufwendigsten Aufgaben damit machen kann, sei es Zocken oder auch Videobearbeitung und Co. Meiner Meinung nach gibt es zwei große Aspekte, warum man einen Intel Mac ab einem gewissen Preisbudget nicht mehr kaufen sollte. Zum einen gibt es halt ab einem gewissen Preisbudget, zum Beispiel so 600 bis 700 €, da fangen ja so die günstigsten Apple Silicon Chips an, sei es der Mac Mini oder das MacBook Air. Ab da lohnt sich, finde ich, nicht mehr einen Intel Mac zu kaufen in dieser Preisrange. Das ist der eine Nachteil. Und der zweite Nachteil ist, ihr bekommt bei den Intel Macs voraussichtlich echt nicht mehr so lange Updates. Denn irgendwann wird damit Schluss sein und dann könnt ihr da keine Updates mehr auf installieren, weil die halt auch Entwicklungskosten haben, das weiterhin parallel laufen zu lassen für zwei Architekturen. Und in Zukunft wird es dann halt nur noch Updates geben für die Macs mit Apple Silicon Chip. Das ist aber auch noch ein Stückchen Zukunftsmusik. Also die nächsten 3, 4, 5 Jahre wird es auf jeden Fall noch Updates geben für die meisten Intel Macs. Gerade wenn man jetzt ein frisches MacBook hat aus 2020 mit Intel Chip oder auch den Mac Pro. Da kann Apple jetzt nicht von heute auf morgen sagen, es gibt keine Updates mehr für die Intel Chips. Deswegen, das sind so die zwei Punkte. Einmal preis-leistungstechnisch bekommt ihr halt nicht mehr so viel ab einem gewissen Preis bei den Intel Macs und halt auch vor allem Update-technisch bekommt ihr da lange nicht mehr etwas. Zu preis-leistungstechnisch meine ich dann auch, dass ihr halt weniger Leistung geboten bekommt. Also, wenn ihr jetzt hingeht und euch einen Mac kaufen wollt, dann habt ihr ungefähr so eine Vorstellung, was ihr haben wollt, ob ihr jetzt einen Desktop haben wollt oder halt einen Laptop, einen MacBook. Und dann müsst ihr euch ungefähr so ein Preisbudget setzen. Wenn ihr euch in die Hand nehmt und sagt, ich möchte so 700 € und mehr ausgeben bis 1000, dann würde ich sagen, auf jeden Fall ein Apple Silicon. Da könnt ihr euch dann ein gebrauchtes MacBook Air holen. Das gibt es ab 700 € mit dem M1-Chip. Oder ihr holt euch dann ein general überholtes oder neues MacBook Air mit dem M1-Chip. Oder nehmt noch ein bisschen mehr in die Hand, kauft euch dann das MacBook Pro oder ähnliches. Ja, kurz noch am Rande. Also am meisten kann ich so empfehlen für 700 € der Einstieg mit dem MacBook Air M1. Auch wenn das jetzt schon 2 Jahre ist, ist das immer noch sehr gut. Gerade auch, weil es das günstigste MacBook ist. Dann könnt ihr euch natürlich auch entscheiden, für etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen. Dann bekommt ihr natürlich entweder das MacBook Air oder das MacBook Pro mit dem M2 oder halt das MacBook Pro mit dem M1-Chip oder halt nochmal mehr Geld und euch das 14-Zoll-Modell kaufen. Das gibt es so als Option und ab 600 bis 700 € auch beim Desktop-Bereich rate ich dann Mac Mini sich mit einem externen Monitor zu holen oder sich den iMac zu holen. Entscheidet euch dafür, da werdet ihr deutlich zufriedener sein. Auf die Ausnahmefälle spreche ich jetzt gleich nochmal an, weil die wirklich nur wenige Leute betrifft, die halt gewisse Vorteile haben, wenn die auch bei mehr Geld sich noch einen Intel Mac kaufen. Ansonsten, wenn ihr jetzt gerade fürs Studium euch einen Mac holen wollt und eher so 300 bis 400 € ausgeben wollt, dann gibt es da kein Apple Silicon Chip. Dann würde ich euch raten, holt euch ein vernünftiges MacBook Air mit dem Intel Chip. Am besten halt 2019er Modell. Da könnt ihr halt ein bisschen Probleme mit der Tastatur bekommen, weil die auch noch ein paar Problemchen hatte. Aber werdet ihr auch zufrieden sein. Oder halt auch für so 300 € bekommt ihr noch das klassische MacBook Pro aus 2015 mit den vielen Anschlüssen. Das ist auch noch eine gute Überlegung wert. Also wie ihr seht, es kann sich noch lohnen, ein Intel Mac zu kaufen. Aber da würde ich vor allem auf den Gebrauchtmarkt schauen oder auf den general überholten Markt. Auf den Neumarkt bekommt ihr da fast gar nichts mehr Vernünftiges zu realistischen Preisen. Deswegen so 300 bis 400 € und darunter holt euch dann Intel Mac. Wenn ihr jetzt mehr ausgeben wollt, so in Richtung 500, 600 €, dann legt lieber nochmal 100 € drauf, holt euch ein Apple Silicon Chip. Dann habt ihr in Zukunft deutlich
mehr Ruhe und müsst euch in naher Zukunft erstmal nichts Neues holen. Aber auch die Intel Macs, man braucht nicht immer die neueste Software, die halten sich noch Jahre. Jetzt nochmal kurz zu den Ausnahmefällen. Es gibt natürlich gewisse Sachen, die können einfach Apple Silicon Chips noch nicht ausführen. Gewisse Windows-Programme, man kann nicht nativ Bootcamp drauf laufen lassen. Also wenn man jetzt Windows oder Linux drauf installieren möchte, das läuft nicht nativ da drauf. Aber es sind eher so Sachen, die in die Richtung Entwickler gehen. Ich denke mal, die Leute, die sich damit beschäftigen, sind auch genug in der Technik drin, dass sie dann selber entscheiden können. Für mich lohnt sich noch, ein Mac Pro zu kaufen, ein starkes MacBook Pro 15, 16 Zoll mit Intel-Chip und Radeon-Grafikkarte. Die Leute wissen das, denke ich. Also für gewisse Anwendungsfälle kann sich das noch lohnen, aber für die wirklich breite Masse, ihr könnt 95% der Aufgaben, die ein Intel Mac machen konnte, auch auf dem Apple Silicon Chip machen. Und auf dem Apple Silicon Chip halt sogar gewisse andere Sachen. Ihr könnt halt, dazu habe ich auch ein Video gemacht, viele iPad- und iPhone-Apps direkt nativ aus dem App Store darauf installieren und benutzen. Und das ist ja mal super praktisch. Mein abschließendes Fazit: Guckt zuerst drauf, was ihr machen wollt. Wenn ihr jetzt ein normaler Anwender seid und jetzt nicht ein super Entwickler, der gewisse Nischenprogramme braucht, dann könnt ihr euch an die normale Richtlinie halten. Schaut, wie viel ihr ausgeben wollt. Ab so 600-700 Euro holt euch definitiv ein Apple Silicon Chip oder nehmt halt nochmal ein bisschen mehr in die Hand, dann bekommt ihr auf dem Gebraucht oder auf dem Neumarkt was. Und halt für weniger so 400-500 Euro maximal und darunter, da könnt ihr euch super ausgestattete Intel Macs, die runterhandeln ein bisschen und kaufen oder auch Generale überholt. Das soll es jetzt in diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt selber sehr gut einordnen, was ihr denn für ein Benutzer seid und was ihr denn so für eine Preisschiene habt. Für jetzt die speziellen Modelle oder so, schaut euch gerne nochmal ein anderes Video an. Auch ob ihr jetzt eher, aber ich glaube, das kann man sehr gut selber entscheiden, ob man jetzt ein MacBook braucht oder sich lieber ein iMac holen sollte. Das ist, denke ich, eine schnelle Entscheidung. Wenn man viel mobil arbeitet, holt euch das MacBook. Ansonsten, wenn man wirklich nur stationär arbeitet, holt euch den iMac. Klar, man kann auch viel mit Stationen arbeiten, das mache ich selber. Und dann hat man halt mit dem MacBook oft die flexiblere Option. Das soll es jetzt gewesen sein von dem Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, an welchem Mac ihr so interessiert seid, beziehungsweise für welchen ihr euch entschieden habt. Ansonsten soll es das von dem Video gewesen sein. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao.